Ich bin der Nikolaus von der Schwäbischen Alb, von Albstadt Tailfingen. Ich bin der Nikolaus aus dem Sarntal in Südtirol, das ist Italien. Und ich bin der Nikolaus aus Wethofen an Ips, aus Österreich. Und ich bin der Hansi Vogt aus dem schönen Schwarzwald und sage herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Treffpunkt. Wir sind beim 10. internationalen Nikolaustreffen in Missen-Wilhelms im schönen Allgäu. Hier treffen sich Nikoläuse aus halb Europa, um sich gegenseitig Gedanken auszutauschen und auch diesen wunderschönen alten Brauch zu repräsentieren. Sie haben hier einen tollen kleinen Nikolausmarkt, es gibt einen Umzug und wir sind mit dabei. Das sind Markus und Ben Bartstieber aus Konstanz. Vater und Sohn, noch in Zivil. Ja, grüß dich, Markus. Ja, wenn man hier trifft. Ja. Und Markus, hier in Missen trifft sich die Nikolausbruderschaft. Konrad, der Südtiroler Nikolaus, verteilt kleine Christbäume an Kinder. Zum 10. Mal treffen sich im Allgäu die Nikolausbrüder aus ganz Europa. Ein bisschen aufgeregt noch. Nach so vielen Jahren immer noch und immer wenn es soweit ist, freut es einen ganz besonders. 10. Jahrestreffen, das ist schon sehr schön, das ist auch was Größeres. Man freut sich richtig drauf, schon seit Wochen, dass man das so feiern kann. Zeit zum Ankleiden. Für den erst 16-jährigen Knecht Ruprecht müssen vorne ein paar Kilos rauf. Ich bin leider zu schlank und deswegen müssen wir ein bisschen ausstopfen. Und hinten drauf 12 Kilo Glockengeläut. Schaurige Klänge für den Begleiter vom Nikolaus. 60 überzeugte Nikolausdarsteller aus fast allen europäischen Nachbarländern sind angereist. Das Kostüm von Nikolaus Markus ist aufwendig gestaltet. Viel Unterkleid, ein kostbarer Umhang, weißer Rauschebart und Lockenpracht. Das ist das schönste Teil des Abends, weil nun ist man fast perfekt. Es fehlt nur noch die Mitra. Die heilige Kappe und der goldene Stab. Und Markus spürt sie, die Verwandlung. Also ich bin der heilige Bischof Nikolaus aus Konstanz. Und das sind Garçon und Michel aus Frankreich. In ihrer Landessprache heißen sie Saint-Nicolas. Im Land der Liebe macht der Nikolaus keine Hausbesuche. Hier wird gemeinsam beim Umzug gefeiert. Und dann sind verschiedene Wagen da mit Fackelzug, kann man sagen. Und am Ende ist der Wagen mit dem Saint-Nicolas drauf. Ja? Und die Kinder sind dann ganz entlang an der Straße. Und die kriegen dann Bonbons und Lebkuchen und so weiter. Ja? Bruderhilfe für den Schweizer Kollegen Rolf. Das ist bei uns der Sammichlaus, das bin ich. Und mein Assistent, das ist der Schmutzli. Und sogar Frauen sind bei den Nikolausbrüdern dabei. Elfi und Renate aus Niederösterreich finden es nicht ungewöhnlich, dass sie unterm Nikolausbart stecken. Bei uns hat es das schon in den Kriegsjahren gegeben. Die Männer waren im Krieg und die Frauen haben den Nikolaus gespielt. Ob Frauen oder Männer, egal mit welchen landestypischen Ritualen gefeiert wird, diese Nikoläuse eint eine Idee, hinter der auch Ben und Markus stehen. Das Wichtige ist, gerade in dieser Zeit Gutes zu tun, den Kindern ein Stück weit der Freude zu bereiten. Auf dem Adventsmarkt in Missen sind seine Kollegen schon fleißig. Bitte, wir so viele Kinder. Schenken ist für Nikolaus das Schönste. Die kleinen und die großen Kinder kriegen so große Augen. Da sieht man das den Kindern an, dass sie Freude haben. Geschenke sind schön, aber wichtiger ist den heiligen Nikoläusen die Begegnung im Herzen. Die Kinder kommen auf einen zu, sie erkennen den Nikolaus, was nicht mehr selbstverständlich ist, weil der Weihnachtsmann hat Überhand genommen. Aber der Nikolaus ist halt echt, ein echter Heiliger, der vermittelt, der Hoffnung, der Glauben geben will. Deshalb kommen hierher viele Menschen, die ihren Kindern christliche Werte vermitteln möchten. Und zu Hause hilfst du der Mama oder dem Papi? Leo, wie findest du denn den St. Nikolaus hier auf dem Markt?
schön. Warum? Weil man Geschenke kriegt. Weil es einfach Tradition ist. Und ich finde es schön, dass es so ein Zauber, den die Kinder halt miterleben. Wir wohnen in München und sie ist ja so ein typisches Corona-Kind, wo den Nikolaus noch nie so wirklich mitbekommen hat. Und das ist für sie eine totale Aufregung, so viele Nikoläuse zu sehen, ja. Und das lässt auch den Nikoläusen das Herz höher schlagen, die sich jetzt zum großen Umzug sputen müssen. Pünktlich zum Einbruch der Dunkelheit, der Höhepunkt des Tages. 60 heilige Nikoläuse und hunderte Besucher an der Dorfstraße von Missen. Das beeindruckt auch Nikolaus Markus. Ein unglaubliches Gefühl. Wir sind total geblättert von so viel Begeisterung seitens des Publikums. Bitte schön. Ja, bitte schön. Und gefällt es dir heute hier? Ja. Ach, uns gefällt auch. Eine knappe Stunde währt der Zauber dieser einzigartigen Nikolausnacht. Die seltenen Gäste werden im Allgäu ausgelassen gefeiert. Die gute Stimmung, die tollen Leute, das Internationale, sensationell. Und auch die wilden Begleiter kommen gut an. Hey Marc, Klose, halt! Auch wenn sie die manchmal verschlagert. Die waren brav, da passiert ja nichts. Ja, die sind ja nur verkleidet. Und Knecht Ruprecht Ben verschenkt sein letztes süßes Glück. Das Schönste ist einfach, dass die Kinder strahlen, wenn man hier durchgeht. Und man sieht, dass die sich freuen, ohne Maske wieder. Man kann wieder so eine große Veranstaltung machen. Es könnte viel länger gehen. So wie meine Stimmung innerlich ist, ist der Umzug viel zu kurz. Die Nikoläuse in Hochstimmung. Ein letztes Mal dürfen sie sich noch selbst feiern. Dann sind sie im Dauereinsatz für Kinder, Arme und Kranke. So, bei mir steht jetzt der Organisator vom Nikolaustreffen. Das ist der Franz Horn. Wie kam es denn da dazu? Ja, nachdem ich selber Nikolaus bin, seit 45 Jahren oder noch mehr, habe ich mir gedacht, es müsste ja noch viel mehr geben, die das gleiche Interesse haben. Und so habe ich die einfach mal eingeladen und jetzt ist es das 10. Mal. Also, jetzt kommen internationale Nikoläuse hierher, die können ja zu Fuß kommen mit der Kutsche oder mit dem Schlitter. Und ich habe mir jetzt sagen lassen, die können auch fliegen. Natürlich, also... ich bin ja auch schon mit dem Ballon sozusagen gefahren, nennt sich das. Und das ist natürlich das höchste der Gefühle, wenn du diese vielen Kinder unter sich und du entschwebst. Sozusagen. Ja, da hört man die Begeisterung auf jeden Fall schon mal raus. Und in Sonthofen, da geht natürlich der Nikolaus auch sehr gerne in die Lüfte, aber zuvor bringt er noch die Geschenke. Da hinten, wo der Allgäuer Hauptkamm den Himmel berührt, könnte er wohl zu Hause sein, der Nikolaus. Jedenfalls steigt er immer Anfang Dezember hinab ins Illertal. Gemeinsam mit seinen zotteligen Begleitern, den Rumpelklausen. Auf Nikolaus, den Gabenschenker, freuen sich die Kinder in Sonthofen. Vor seinen grauen Gesellen aber haben sie großen Respekt. Schönen Abend, liebe Kinder. Und liebe Leute, zu euch gekommen bin ich heute. Das ist einmal für die kleine Laura. Für die braven Kinder, und das sind hier alle, gibt es ein Geschenk vom Nikolaus. Dann muss er auch schon weiterziehen. Es warten noch viele Familien. Der geschenkreiche Nikolaustag ist schon eine Weile vorbei. Da geht's in Sonthofen mit dem Geschenkewünschen gleich weiter. Ein paar hundert Kinder kommen dann auf den Marktanger mitten in der Stadt und schreiben ihre Wunschzettel an das Christkind. Sankt Nikolaus wird der Postbote für die vielen Wünsche sein. Ein Sorgenfresser. Ein Sorgenfresser. Und Barbie und Nintendo. Da werden die, sagen wir mal, klassischen Wünsche aufgeschrieben, wie auch die eher ungewöhnlichen. Ich und mein Bruder wollen unbedingt ein Baumhaus in den Garten und ich will mal klettern gehen.
aufgeschrieben und ab in den Briefkasten die Wunschzettel in Schönschrift, kurz und knapp oder in langen Texten. Was hast du dir gewünscht? Ein Holzzug, ein Haus von Playmobil, dann ein Eis, ein Schokoladen, Nikolaus, Gold und Lego. Also ich tue den ins Postamt abgeben und dann fliegt er mit dem Nikolaus hoch in den Himmel. Und im Himmel, was passiert dann? Dann kriegt das Christkind und dann kommen die Geschenke einfach an Heiligabend unter den Baum. Ob Gold oder Spielzeug, jeder Wunschzettel ist wertvoll und seine Beförderung deshalb Vertrauenssache. Jetzt fehlt nur noch Sankt Nikolaus, der Postbote des Tages, an seinem letzten Arbeitstag. Bald aber wird er da sein. Untrügliches Zeichen, sein voluminöses Luftgefährt wird startklar gemacht von den Mitgliedern des Alpenballonsportclubs Allgäu. Standesgemäß im offenen Pferdegespann kommt der Nikolaus und wird gefeiert wie ein Popstar. Ganz viele Rumpelklausen gehören heute zum Begleitkommando des Heiligen. Von ihren Ruten in den Händen müssen die Kinder heute nichts befürchten. Sankt Nikolaus auf seiner Abschiedsrunde. Viele Hände muss er heute schütteln und auch so manches Einschreiben an das Christkind entgegennehmen. Auch für die wilden Gesellen ist es heute der letzte Arbeitstag und deshalb sind sie auch besonders freigebig. Ein letztes Glockenkonzert läutet dann den Abschied ein. Die Luft im Ballon ist heiß genug für die Himmelfahrt. Der Nikolaus ist jetzt an Bord und hat natürlich alle Postsäcke mit den Wunschzetteln dabei. Für die Kinder in Sonthofen heißt es jetzt Abschied nehmen vom Nikolaus und warten aufs Christkind. Hier auf dem Nikolausmarkt in Missen im Allgäu gibt es einiges zu kaufen rund um den Nikolaus, zum Beispiel auch Schokolade. Klar, in der Weihnachtszeit gibt es fast in jedem Laden Nikolaus aus Schokolade. Aber in Titis in Neustadt bei der Schokolaterie Lisa, da gibt es nicht nur den Schokoladen-Nikolaus, sondern auch einen ganz süßen Lebkuchen-Nikolaus. Eine tolle Idee, auch zum Nachmachen. In Lisas Schokolaterie in Titisee-Neustadt ist einiges los in der Weihnachtszeit. Nikoläuse in allen Varianten sind im Angebot und Lisa Rudiger macht all die süßen Dinger selbst, auch diese Lebkuchen-Nikoläuse. In ihrer Backstube zeigt die Spezialistin für Leckereien, wie es geht. Zunächst macht man einen Lebkuchenteig aus Roggen- und Weizenmehl, Natron und Eigelb. Honig und Lebkuchengewürz geben ihm das besondere Aroma. Einfache Formen erleichtern die Arbeit, sagt die Konditormeisterin, die ihre Rezepte und Tipps in einem Bildband veröffentlicht hat. Da ist kein Zucker drin. Das denkt man auch bei Lebkuchenteig, aber da ist jetzt bei uns kein Zucker drin. Es sind ja 250 Gramm Honig mit drin und nur 250 Gramm Mehl. Und das gibt die Süße. Und das ist auch das Wertvolle an dem Lebkuchen, dass wirklich der Honig mit drin ist. Milch gibt den Dreiecken nach dem Backen einen schönen Glanz. Sie kommen dann für 10 Minuten bei 200 Grad in den Ofen. Das Marzipan für die Deko bearbeitet Lisa Rudiger in einer Folie. Ich könnte jetzt alternativ auch Puderzucker verwenden. Das ist auch so, dass es einfach nicht am Tisch und am Wellholz klebt. Marzipan ist immer ein bisschen heikel, so ist alles sicher gut verpackt. Deswegen nehme ich am liebsten Frischhaltefolie. Muss es halt dafür ein paar Mal wenden, weil sonst extrem klebt. Aus Eiweiß und Puderzucker wird die Spritzglasur gemacht, mit der sie jetzt den Nikoläusen ein Gesicht gibt. Also die Idee, die entstehen oft im Kopf, wo ich dann irgendeine Form sehe, wo ich denke, ach Mensch, das kann man umsetzen. Es muss immer ein bisschen eine einfache Form sein, wo man viel draus machen kann. Deswegen auch dieses Dreieck aus Lebkuchenteig. Was bedeutet der Nikolaus für Sie? Viel Arbeit.
Aber auch schön. Also ich mag Nikolaus, deswegen stelle ich es auch gern her. Und ich mag auch diese Zeit. Deswegen backt sie auch kleine Weihnachtsbäume in essbaren Backförmchen. Also die kriege ich im Einzelhandel zu kaufen und das nennt sich Waffelbecher. Man kennt es vom Eierlikör. Man trinkt da Eierlikör eigentlich drauf und ich verwende es eigentlich als Form. Für den Weihnachtsbaum-Look nimmt sie grünes Marzipan und drei verschieden große Sternausstecher. Also wichtig ist, man muss schon ein bisschen modellieren. Ich steche die Sterne aus und schaue dann, dass die Mitte vom Stern einfach auch ein bisschen hoch modelliert ist, damit ich den Tannenbaum-Effekt rauskriege. Und dann brauche ich halt drei verschiedene Ausstecher, damit die auch sich ein bisschen abhebe. Dann fange ich mit dem größten an und baue mir den Baum nach oben hoch. Dekoriert wird das Bäumchen dann ganz individuell. Da kann ich eigentlich verwenden, was ich möchte. Wichtig ist eine Eiweißspritzglasur. Da mache ich eben ein Eiweiß und Puderzucker, weil das eine schöne Masse gibt. Und dann klebe ich Zuckerstreusel drauf. Da kann ich ganz kreativ sein. Ich habe jetzt hier so Himbeer-Schokoladekugeln verwendet. Aber da ist man der Kreativität voll offen. Als Schokolatier macht Lisa Rudiger natürlich auch Schoko-Nikoläuse. Und das ist gar nicht so einfach. Denn die Nikoläuse werden zuerst bemalt und dann gegossen. Man malt eigentlich spiegelverkehrt. Und das, was vorne in der Form zuerst zu sehen ist, male mir zuerst rein. Ist ja dann auch oftmals so, dass man sich vermalt. Andererseits macht das auch so Nikolaus immer kreativ, weil bei uns sieht keiner so aus wie der andere. Gut 5 Stunden müssen die Schoko-Nikoläuse gerüttelt und gedreht werden. Dann sind sie fertig. Weihnachtsbäumchen, Schoko-Nikoläuse und Lebkuchen-Nikoläuse. Handgemacht. Eine tolle Idee. In der Schokolaterie Lisa in Titisee-Neustadt. Am 6. Dezember ist Nikolaustag und ein Tag zuvor oder an dem Tag kommt der Nikolaus nach Hause zu den Familien und übergibt die Geschenke. Im Regelfall ist der Nikolaus ja immer der Gute, hat aber auch einen bösen Wilden im Gepäck, der den Kindern gerne mal Angst und Schrecken einjagt. Und gerade bei den jungen Akteuren werden diese wilden Figuren immer beliebter. Und ich frage mich natürlich, warum ist das so? Ja, weil als kleines Kind war es halt damals schon so, du hast Angst vor diesen riesen Klausen gehabt. Und jetzt habe ich mir damals schon gedacht, irgendwann will ich auch mal so ein Klaus sein und jetzt bin ich einer, gell? Ja, also es wird immer beliebter. Im ganzen Alpenraum treffen sich mittlerweile die Krampusse zu Umzügen und großen Vereinigungen. Und dann geht's richtig zur Sache, wie zum Beispiel in Bregenz am Bodensee. Das ist die Nacht, in der das Böse zum Leben erwacht. Beim Krampuslauf in Bregenz. Gastgeber sind die Breagazer Bodensee-Tüfel. 30 Gruppen sind hier unterwegs, immer zusammen mit Sankt Nikolaus. Die kommen aus Italien, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich natürlich. Also man kann sagen, so aus dem großen Bodenseeraum, wenn wir mal Italien mit dazu nehmen. Während der Heilige die Braven belohnt, weisen seine dunklen Begleiter die Fehlbaren in die Schranken. Einfach genial. Es ist ein Wahnsinn. Ich bin so fasziniert von einer Maske. Und umso näher sie kommt, umso kribbeliger wird es. Ja, da werdet ihr heute noch einiges erleben bei uns am Lauf. Da gibt es schon Gruppen, die etwas aus der Reihe tanzen, um es mal so zu sagen, aber auf eine sehr angenehme Art. Sie kommen häufig aus der näheren Umgebung. Im Schatten vom Sentis, Rebstein in der Schweiz, gerade mal 20 Kilometer von Bregenz entfernt.
Hier auf der Burg treffen sich die Perchterwieber. Die erste reine Frauengruppe in einer männlich dominierten Szene. Weil viele Brauchtumsgruppen keine Frauen dulden, gründeten die Perchterwieber vor 10 Jahren ihren eigenen Verein. Und sie haben sich in der Männerwelt durchgesetzt. Die Percht, das ist eigentlich ein alpenländischer Brauchtum, wird heute hauptsächlich von Männern ausgeführt. Aber ich würde sagen, wir sind hier nicht in eine Männerdomäne vorgestoßen, weil die Percht eigentlich, wenn man so nachlässt, war diese Sagengestalt eigentlich ursprünglich eine Frau. Frau Percht entstammt der germanischen Sagenwelt und die Perchterwieber kommen an. Vor allem heißt es immer wieder, wow, das ist ja toll, ihr seid so toll, eine reine Frauengruppe. Und auch, wir sind nicht so aggressiv wie die Männer zum Teil und das wird auch sehr geschätzt. Die Perchten sind um den Jahreswechsel in den sogenannten Rauhnächten unterwegs. Ihre Masken haben Charakter. Als wir die Masken bekommen haben, haben wir alle gesagt, wir konnten fast jede Maske der einzelnen Frau zuordnen, weil einfach... Man sieht, welche Frau hinter welcher Maske steckt. Jetzt kleiden sie sich an für das Bregenzer Krampustreffen. Doch auf ihrer heimatlichen Burg Rebstein feiern sie erst am 2. Januar die Rauhnacht. Männer haben dann keinen Zutritt. Sobald man die Maske aufhat, ist man in einer anderen Welt, finde ich. Und man lebt dann das, was wir eigentlich verkörpern. Und das ist das Schöne an dem ganzen Brauchtum. Die Weiber sind wild entschlossen, das Krampustreffen aufzumischen. Wehe, wenn sie losgelassen. Noch ist alles ruhig in Bregenz. Still ruht der Bodensee. Doch mit Einbruch der Dunkelheit nähern sich die Schreckgestalten. Perchten, Kläuse und natürlich auch die Krampusse. Wie unser Name schon heißt, die Bammerer, das sind die großen Zugschellen. Und das ist auch unser Name, großer Lärm und einfach der Brauchtum, Tradition. Wir sind alles Jugendmänner, Jungmänner, nicht verheiratet, ohne Kinder. Und sobald Kind ist, ist vorbei. In dieser Männerwelt setzen die Perchterwieber an diesem Abend in Bregenz ein ungewöhnlich weibliches Signal. Der Percht oder die Frau Percht. Kommt ja vom Brauchtum her, dass sie das Böse vertreibt, bei Haus und Hof und für Ordnung schaut und im Gegenzug dann wieder die Fruchtbarkeit, der Frühling bringt, das Glück, Gesundheit. Und wir sind mit dem Motto unterwegs, ein Händedruck eines Perchterwiebs bringt Glück. Trotz freundlicher Begrüßung sorgen sie für Nervenkitzel. Einfach mal schön, wenn auch die Weiber dargestellt werden. Männer gibt es schließlich zuhauf beim Bregenzer Krampuslauf unter den rund 600 schaurigen Gestalten. Krampus ist normal der Helfer vom Nikolaus. Ja. Wann ist der unterwegs normalerweise? Am 5. Dezember. Kurz vor Nikolaus? Ja. Was macht der so? Ja, du doch mal die Unartigen bestrafen, oder? Ja. Bei Ihnen auch schon vorgekommen? Ja, sicher. Zehntausende genießen die wilde Geisterbahn aus dem ganzen deutschsprachigen Alpenraum. Heute lassen sie es alle zusammen richtig krachen. Zum Krampustag am Abend des 5. Dezember sind die Bodaseetüffel dann nochmal in der Bregenzer Innenstadt anzutreffen. Ja, die Begleiter vom Nikolaus, die sind ja offensichtlich beliebter und auch spannender bei den jungen Akteuren als der Nikolaus selbst und zudem noch ziemlich unterschiedlich. Wir haben die Krampusse, wir haben den Knecht Ruprecht und im Elsass den Hans Trapp und der spielt im elsässischen Wissenburg alljährlich eigentlich ziemlich große Rolle. Nur
zwei Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, der Weihnachtsmarkt in Wissembourg im Elsass. In der Weihnachtszeit wandelt sich das Örtchen zum romantischen Weihnachtsidyll. Doch immer am Abend des vierten Advent wird die feierliche Stimmung unterbrochen. Durch den Umzug von diesem dunklen Gesellen. Er ist das Pendant zu Knecht Ruprecht und zieht an diesem Abend durch die Straßen von Wissembourg. Ich bin Hans Trapp. Und was machen Sie hier? Ich komme und hole die Kinder, die nicht brav waren. Und was machen Sie dann mit den Kindern? Ich sperre sie in meinen Kerker auf der Burg Berwartstein. Während die Kinder beim Umzug die Entführung nur spielen, hat es Hans Trapp tatsächlich gegeben. Hans von Trotha war ein Marschall, der auf der 15 Kilometer entfernten Burg Berwartstein lebte. Hier bekommen Besucher Einblicke in das Leben des Heerführers und Raubritters. Er überfiel Reisende, erpresste Händler und zettelte einen Krieg mit dem Kloster in Weißenburg an. Die Burg Berwartstein bei Dahn wurde im 12. Jahrhundert auf einem der typischen roten Sandsteinfelsen der Pfalz erbaut. Bei einer Burgführung sieht man Ritterrüstungen und Waffen, die Burgküche und wer möchte, kann hier sogar in einer Kemenate im Barbarossa-Turm übernachten. Zur Weihnachtszeit werden sogar Wanderungen von Wissembourg zur Burg Berwartstein angeboten. Heute versetzt die Figur Hans Trapp vor allem die Kinder in Wissembourg in Angst und Schrecken und prüft, ob sie brav waren. Ja, ich habe schon noch Angst. Er war gruselig ein bisschen in seinem Pelzmantel und so. Aber wo das Böse sein Unwesen treibt, ist das Gute nicht weit. Direkt nach Hans Trapp folgt das Christkindl mit seinen Lichtgestalten. Doch bevor sie als Weihnachtswesen durch Wissembourg ziehen können, sind einige Handgriffe nötig. Ein paar Stunden zuvor im Friseursalon werden aus dem Gendarm Lilian Bouchain und der Erzieherin Emilie Ledu Liedstrich für Liedstrich das Christkindl und Kohlestrich um Kohlestrich Hans Trapp. Die Rolle des Bösewichts übernimmt Lilian Bouchain bereits seit 2012. Für ihn eine ganz besondere Ehre. Das Elsass ist eine Region der Traditionen. Und wir haben das Glück, in einem Städtchen zu leben, wo die Weihnachtstradition eine besondere Rolle spielt und alle sich darauf freuen. Genau diese Weihnachtsmagie für die Kinder und die Erwachsenen gleichermaßen wahr werden zu lassen, ist mir sehr wichtig. Und auch das Christkindl ist sich seiner Symbolkraft als das Gute in der Welt bewusst. Meistens, wenn ich mit der Kutsche vorbeifahre, weinen die Kinder, weil sie gerade Hans Trapp gesehen haben. Aber wenn sie mich dann entdecken, wischen sie sich die Tränen weg und winken mir zu. Es ist einfach schön, die Menschen und vor allem die Kinder glücklich zu machen als Christkind. Sie sind dann verzaubert. Mit ewiger Jugend gesegnet ist das Christkindl eine Quelle des Lichts und der Hoffnung. Den vom wilden Hans Trapp verängstigten Kindern erhält es mit seinen Lichtern und Begleitern den Weg. Der Umzug der wichtigsten Weihnachtsfiguren am vierten Advent. Für die Menschen im Elsass der Beginn des Fests der Liebe. Und für die Besucher der Blick auf eine andere Tradition. Die Trommeln, denn die Feuer waren ja auch schon unterwegs zu sehen. Dann der Hans Trapp halt mit den Kindern auf dem Hänger, was natürlich sehr, sehr beeindruckend war, wie die Kinder um Hilfe geschrien haben. Ja, es war schon toll, doch. Also das muss man einmal gesehen haben im Leben. Vor allen Dingen ist es anders als wie bei uns jetzt hier in Deutschland. Das ist, die Tradition ist ganz anders, aber genauso gut. Nach dem Umzug wird auch der böse Hans Trapp wieder gütig und verteilt zusammen mit dem Christkindl gute Gaben an alle Besucher. Zum krönenden Abschluss das Feuerwerk. Der nächste Hans Trapp-Umzug findet übrigens dieses Jahr am 18. Dezember statt.
Ja, jetzt hoffen wir natürlich, wir konnten Sie auf den Nikolaustag dementsprechend einstimmen. Waren ja viele tolle Tipps mit dabei. Und weitere, die gibt es natürlich bei uns in der ARD-Mediathek und auf YouTube. Und jetzt wünsche ich eine besinnliche Weihnachtszeit. Und ich fahre jetzt nach Hause.